Dann nochmal. Nochmal. Hallo und herzlich willkommen. Ich kann es nicht glauben. Wir müssen gerade so lachen. Wir haben alles schon mal geredet. Wunderschön haben wir hier eine Vorbereitung gemacht und haben so schön geredet. Und dann fällt mir doch eben ein oder ins Auge sticht mir dann. Dass wir gar nicht aufnehmen. Mann! Also alles von vorne, ihr Lieben. Ja. Also herzlich willkommen hier aus dem Studio von der lieben Minimi Sims Paradies. Hi! Ich bin heute hier zu Gast, beziehungsweise schon das ganze Wochenende, aber wir nehmen jetzt zusammen einfach mal eine Reaction auf unser Crossover auf. Und ich freue mich voll, dass ich hier bin. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ja, wunderschön. Ja, also, und wir haben so viel gelacht das Wochenende. Ja. Oh Mann, gelacht, wenig geschlafen. Was haben wir noch alles gemacht? Lecker gegessen haben wir. Ja. Ja, das gehört alles dazu. Ne? Ja, und es war echt schön. Und ich habe es ja eben schon mal gesagt, ich habe so viel gelacht. Wie schon lange nicht mehr, meine Liebe. Und das hat einfach gut getan. Ja. Ja. Und wenn ich wieder zu Hause bin, schlafen wir erstmal ganz lang. Ja, wir waren ja wirklich, also Schlaf war hier, wird überbewertet. Ja, die Christa haben wir zwischenzeitlich auch gequält, mitten in der Nacht. Sind total durchgedreht. Keiner war sicher vor uns. Ach Gott, Herr. Ja. Und, ach so, ihr hört hier, ich sehe hier die Erfinderin von Crossover direkt neben mir und ich wollte ihr nochmal so persönlich sagen, super Konzept, super gemacht. Danke, ich freue mich, dass du super mit Idee mir machst. Und es ist einfach nur herzerfrischend immer. Ich freue mich jeden Sonntag, ich freue mich auf jedes Video, was du schickst, zu belabern. Ich auch. Was passiert als nächstes? Es ist unglaublich spannend, weil niemand weiß, was passiert. Ja. Und das Beste ist halt, dass man nichts rausschneiden darf. Ja. Also entfernt ihr da irgendwas oder dann kann man das jetzt rausschneiden. Also ich muss wirklich sagen, wir halten uns da echt gut dran. Keiner guckt vorher oder so. Wir kriegen das Video und machen auf und labern direkt drüber. Ja. So funktioniert einfach das Projekt. Und ja, nichts mit rausschneiden. Deswegen hört ihr dann auch mal Huster, Schniefer oder blödes Gebabbel. Ein Mann oder Kinder, die noch irgendwie dazwischen blabern. Und ist aber voll okay. Ja, ist halt ist so ein Stückchen Leben. Ja, halt. Genau. Richtig. Ja, und ich würde sagen, wir brabbeln jetzt nicht hier so lang drum rum. Wir klicken jetzt Play und wünschen euch eine gute Unterhaltung. Viel Spaß hier mit der Reaction auf die Folge 61. Diesmal war das Video von der Muni aufgenommen. Wissenschaft und rockt, habe ich es im Übrigen getauft. So. Schön, schön. Ich bin gespannt, was du daraus gemacht hast. Ist eine schöne Folge, Leute. Ihr könnt schon mal Kaffee und Tee holen. Ist echt schön aufgenommen. Hat sich super gemacht. Also viel Spaß jetzt. So, und groß machen. Los geht's! Und da können wir wieder das schöne Lied hören. Ja, kann ich wieder dabei tanzen? Ja. Sie tanzt ich glaub, wirklich. Ist länger. 12 Minuten 4, ich glaube, nee, die gehen das ungefähr gleich. Dass ich dir gegeben habe. Ja? Länger als meins, ja. Kann sein, ich weiß es gar nicht. Ich mag es auch, es ist so sanft und auch trotzdem noch mit Takt und so. Ich hoffe, ihr hört das Gewackel jetzt von mir nicht. Nö. Solange du nicht da auf den Schreibtisch rumklopfst. Ich hoffe, man hört uns. Ja, ich bin wieder. Guck, meine scheiß Stimme, egal wo ich hingehe. In diesem Raum siehst du hier, dass ich übersteuere. Meine große Fresse wieder zu. Ich kann auch ein bisschen losschreien. Oh, Tierliebe. Da ist die Monga schon alt. Auf dem Bild. Oder? Ja, ich glaube schon. Wir sind ein bisschen verrückt, Alter. Ja, ihr wisst es ja. Ich glaube schon. Ja, viel Spaß. Den werdet ihr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Krasse, so laut. Oh mein Gott. Hi und herzlich willkommen bei Crossover. Ich hatte richtige Freude bei der Aufnahme. Frischer Wind, endlich. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Und da ist es, das Schmuckstück auf Tartosa. Ja, ich liebe das Haus. Ich schwöre, ich liebe das Haus. Ich danke dir so sehr. Ah, doch, ich habe einen Ton an. Ich habe eben Musik vermisst. Beim letzten Mal war Musik zu hören. Ich bin so laut. Unsere liebe Mercy, ich habe hier Kabel. Mir fliegt nur mein Ohr weg hier. Unsere
Unsere liebe Marcia ist hier am Frühstück. Es tut mir so leid, ich brülle euch immer an. Das ist gar nicht so. Unsere Süße macht, glaube ich, Pfannkuchen. Ja, genau. Pfannkuchen macht sie und ruft die Family zum Essen. Das ist so schön. Und das muss ich mal wieder überlegen. Also ich bin wirklich schlecht in Namen merken. Das ist der Elisha, wissen wir ja. Dann hatten wir die... Ich bleibe nämlich da jedes Mal aufs Neue. Ja, ich habe hier meine helfenden Hefte weg und bin da immer noch völlig ohne. Und ja, mir geht's Entschuldigung, ich hätte vor der Aufnahme kein kohlensäurehaltiges Getränk. Ja, zum Menü müssen. Ja, das ist der Elliot und er hatte so einen schönen Namen. Fraser. Gell? Fraser war's. Ja. Genau, Elliot und Fraser. Achtung! Eisprung, Eisprung! Achtung, Eisprung! Der Daniel ist noch am Schlafen, der Elisha ist da. Bitte like das Video und auch geht rüber zur lieben Muni auf den Kanal. Da läuft heute wieder eine neue Folge Crossover. Ach, was sag ich da? Ich weiß auch nicht. Laber mal wieder voll die Scheiße. Ich bin heute super nervös. Ja, ich finde das auch voll schön. Und ein bisschen aufgedreht. Von der anderen Seite ist dir das aufgefallen? Geht auf geht zur Muni auf den Kanal. Ja, ich weiß, dass ich da sehr viel Trampel da. Es tut mir leid, dass ich hier. Es tut mir einfach leid, dass ich hier so ein Bullshit immer rede. Und ich darf es ja nicht rausschneiden, selbst wenn die Kohlensäure sich jetzt ihren Weg nach draußen bahnt. Entschuldige ich mich jetzt schon dafür, aber nun mal, ich darf sie schneiden. Ach ja, in der letzten Folge hat die Mercia ja Hühnchen gekauft. Und das ist ja ganz cool. Hab ich gesagt, Hühnchen gekauft? Ja. Können sie wirklich Geseier immer sammeln und sind nicht mehr darauf angewiesen, diese Sachen zu kaufen. Wenn sie es jetzt darauf anlegen würde, so Selbstversorgung zu machen, müsste sie einfach nur in der Haushaltseinstellung, auch im Baumodus, könnte man dann das so machen, Land der Selbstversorgung heißt das dann. Und dann ist es ein bisschen schwieriger mit dem Kochen. Es gibt ganz, ganz viele, die da voll drauf stehen, da machen sie sich dann Felder und die Eier und das Fleisch wird eingetauscht und müsste ich auch mal probieren. Habe ich noch nicht ausprobiert. Okay, fällt mir da mal ein. So. Oh, es werden Fische gekauft. Ja. Was für Fische? Einfach gemischte. So. Nein, weil da kommen immer so hässliche mit bei den Fischen. Ne? Bevölkern. Nein. Es wird ein exotischer. Nein, Fische doch. Nein, wir wollen doch. Doch, subscribe bitte. Es gab einen exotischen Goldfisch. Wobei diese exotischen Goldfische, es kommt immer auf die... Nein, doch, nein! Schweife ich jetzt ab. Ja, das ist nicht immer das Schwimmen. Und dann habe ich gedacht, Ei, oh, der ist so diese, einsam, da muss ich noch einen hinsetzen. Die haben es manchmal ganz schön schwierig, diese so zu existieren, wie sie gezüchtet sind. Die sind immer traurig bei mir in letzter Zeit, die Hunde. Oh, es tut mir leid, ein Hüsterchen. Ja, ich passe überhaupt nicht auf. Ich gaffe jetzt hier auf die Goldfische. Konzentration gleich null. Morgen bekomme ich Besuch und ich bin so nervös. Juhu, jetzt ist es da. Begleiten unseren lieben Damon bei seinem neuen Job. Ja, ich auch. Die Wissenschaftskarriere. Meine Kinder auch. Und er muss tägliches Experimentieren machen. Hier ist ein Text, den ich jetzt wahrscheinlich nicht vorgelesen bekomme. Hat vielleicht jemand Lust, mir ein neues Labor zu bauen? Ja, Leute, schreibt es rum in die Kommentare. Hast du Lust, ein neues Labor zu bauen für Crossover, für die Venny? Schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, dann mache ich was. Mal gucken. Also, darfst gerne machen. Hallo Christa. Ist es die Bianca da drüben? Ja. Nee, das ist Caroline Klee. Wie schön, die Christa ist zu sehen im Crossover. Ja, ich habe mich auch voll gefreut, dass Christa da ist. Und gedacht, wer bist du? Lou Howell, Labortechniker. Und da hinten sitzt aber die Venny, da steht oder? Da drin von mir, aber ich habe nie eine Venny hochgeladen. Aha, nein. Caroline Wilhelm. Die hat deinen geheiratet, der warum? Mit den Hunden. Warum? Die ist doch nicht von mir. Ah, ich habe deswegen... Warum sieht die aus wie die Venny? Aber so schön, dass die Christa da ist. Hallo, Damon. Ihr seid Kollegen. Ahnung, hello, hello. Bei der Polizeikarriere war ja die Claudi zu sehen. Und wer war denn noch? Was war die Claudi zu sehen? Bei der Polizeikarriere war die Claudi Polizistin. Also er muss einen Moment im Konservator auch finden, am Chemielabor experimentieren und Kollegen um Metall bitten. Ja. Und ich sehe eben, die Folge wird schon wieder ziemlich kurz, denn mein Balken, der rast unten weg und ich könnte stundenlang darüber quatschen. Ja, ich hab da voll die Freude. Wenn ihr auch Freude habt, vielleicht können wir ja mal so ein Mega-Special machen.
Ja. Zum Beispiel zur 100. Folge Crossover und die geht dann überlang oder so. Wenn ja, Bock drauf ja, da so einen richtigen Story ja, Leute, Drang, bitte Rang zu machen oder so. Okay. Das wäre so schön. Sie so findet ein richtig langes und möchte Freunde werden. Das ist okay. Ja. Es ist immer ganz gut, mit den Kollegen befreundet zu sein und sie muss einen Kollegen um den Kristall bitten. Das bietet sich ja jetzt sie an. Muss, also sie muss ja Damon, sie um den Kristall. Ellen geht fremd. Und Damon hat eine Kristall. Dann müsst ihr noch experimentieren. Die Männer drehen ein bisschen durch. Wurde ihm jetzt hier eingeloggt. Das tut er ja auch. Ja, ich war das und ganz. Ich war ja wieder so früh morgens. Keine Ahnung. Ich liebe das ja. Auch die Polizeikarriere. Ich finde überall irgendwas Spannendes. Ja, nur, mich so mit ich nehme es nie auf. Die war total außer die Anleitung. Also, die habe ich schon ein paar Mal gezeigt. Ja, das ist, wenn du es halt jetzt vorführen kannst, auch mal. Nee, ich mal auch voll nichts. Bock drauf, ich kann, alles durchzumachen da. Kommt an der Pinnwand auch und ich liebe das bei der Vanny, dass sie da diese Spiele, da also die ja integrierten ja Spielelemente so ausspielt. Also ich bin mir sicher, das ist die Vanny. Da muss was von deinem Computer. Ja, das war der MC. Von deiner Galerie rüber gemacht worden sein. Das Teil hier finde ich auch ganz cool. Was ist gerade Erfinder? Ja, da, dass ich das wäre. Dingsbums da. Ob das so richtig ja ist? Ach so. Wahrscheinlich nicht, weil er nee, gerade angefangen hat damit. Das gehört doch da in der also, das steht da mittendrin irgendwie. Keine Ahnung. Dieses Konstrukt da gehört. Er möchte auch mit Caroline Klee plaudern. Damon hat ein Momentum-Konservator erfunden. Ja, ich nicht, keine Rede steht, heute, ihr müsst mit mir klarkommen, aber Position er hat es erfunden, können wir irgendwo hinstellen und stimmt. Einen Kristall analysieren und den natürlich einschalten, ja, hat er gerade gemacht. Und er muss ihn betrachten und... Ja, ich auch nicht, nein, aber ich liebe es. Aber er hat schon sehr gute weil Arbeit dann halt, geleistet. Wenn du hier Uhr den Kurator machst, als, also hier so Leute, hier... Also in dem Bestreben, wenn man den Kurator auswählt, dann ist die Wissenschaftskarriere auch so. Momentan perfekt dafür. Da kannst du ja Steine sammeln, Edelsteine und so. Das ist kaum richtig muss man gut, die Maske einfach nebenbei, während du bin da ich dauernd erkältet. Rausgehst, die haben ja dann 1000 Steine. Zweiter Durchbruch erzielen, ja, da muss man sehr konzentriert ja sein, was er ja ist. Und da passiert es eigentlich fast von alleine. Ich hoffe, das ist spannend. Verwende das mal. Nein. Nein. Er hat mit dir geplaudert an einem Computer. Verwende das mal. Nein. Surfen. Hallo Starbuck Repassen. Ich find's so witzig. Wie der was? Heißt Starbuck. Also. Warum? Wer ist von wem? Sammlung ich weiß analysieren. Nicht, keine Ahnung. Aha, an Rosenquarz und. Vielleicht einer von. Oh Mann, ich kann nicht lesen. Hast du die bei dir drauf? Mit mir. Ich schon. So, kann, also bei mir kann es sein, dass da ist da der Platz frei geworden. Jetzt wird hier einmal Rosenquarz analysiert. Ja, da hab und ich gedacht, er hat einen Meilenstein erreicht. Yay. Das wird langweilig für alle. Bei der Gelegenheit geht auf Moonies Kanal, abonniert ihren Kanal. Dankeschön für eure Unterstützung. Genau. Da freut sie sich. Ja. Vielleicht ja schaffen aber wir es ja auf 250 Abonnenten am Wochenende. Das wäre ja mal klasse. Oh, das schaffen wir in ein paar Monaten vielleicht. Oh, Leute. Gebt Moonies im Kanal weiter und sagt, Mensch, wir wollen es bis Weihnachten, ja, bis 250 Abos sorry, schaffen. Die Hochzeit nicht bekommen, dann gibt es ein kleines so Mini-Special von der Moonies. Ja, oh Gott, ich muss mir noch die Woche war ich, ging es nicht gut und ich so wollte es halt wirklich machen, wenn ich bei mir bin, wenn mir es richtig gut geht. Aber weil ich kann das alles zurückgeben, gell? Das ist halt ein Ereignis, was mir auch wichtig ist. Ja, so, wir danke. Messia hat, ist jetzt hat Feierabend, die ist gerade heimgekommen, hat was ja, also, ich glaub, das ist gute Arbeit geleistet. Schon, sieht schon komisch aus. Teile. Ja. Ja, da kommt ein Anruf von der das ist auch so komisch da im Moment. Heureka, Damon Holmes hat eine Idee für ein Synthetik-Nahrungsmittel aufgeschrieben und damit seinen zweiten Durchbruch erzielt. Klick auf den Notizbuch-Button oben im Telefon. Ja, ja. Oben? Ja. Ja, ja. Um bla bla. So, bla bla. Quatscht noch ein bisschen. Und jetzt, und sagst, wir sind umgezogen. Ja, die Zeit ist gleich vorbei, es ist gleich 19 Uhr. Und Holz ist jetzt 19 Uhr. Und ich sag ja, oh nein. Schade, ich hätte das ganz gerne noch weiter gesehen. Und er hat sich gerade mit der Christa. Nerv mich nicht, ich muss telefonieren. Gut unterhalten und Gefühle halten. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Sonntag. Es ist so schön, dass ihr da seid. Schon wieder fertig? Dankeschön. Ah, wir müssen gucken. Also diese kurz vor eurem Mini und bitte lasst Liebe Qual, da. Weil schreibt in die Kommentare. Man ist gerade angekommen in dem. Wir freuen uns sehr darüber. Tschüss. Wir müssen zumindest 15 Minuten machen zukünftig, finde ich. Okay. Was oder sagt ihr dazu? Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet. 15 Minuten Crossover, Standard. Ja, mal gucken. Mal gucken, was ihr sagt. Ja. Hier finde ich so schön, dieser Grillplatz. Hast du den stehen lassen? Ja, natürlich habe ich den stehen lassen.
Schön. Aber ich habe hinten diesen Busch weggemacht, ne, weil die Hunde dauernd... Oh ja, klar, verstehe ich. Da braucht man einen Mod dafür, dass die nicht da dauernd reinspringen. Ja. Das ist auch schön, die Endcard. Gefällt mir voll gut. Mit dem Gewackel, was du da hast. Oh. Ja, Leute. Dankeschön, dass ihr hier... Ja, wir bedanken uns bei euch, dass ihr zugeguckt habt mit unserer Reaction. Wir haben die Folgen, wir haben die Folgen auch zum ersten Mal geguckt jetzt, besprochen. Deswegen kann es sein, dass wir hier und da ein bisschen stiller gewesen sind, weil wir wir selbst geguckt haben, gell? Ja, wir haben uns das aufgespart, um das zusammen zu gucken und dann gleich die Reaction aufzunehmen, weil ich finde das authentischer, ne, als wenn man jetzt zwei, dreimal geguckt hat und dann labert. Ja, darüber, das stimmt. Ja. Ja, dann muss ich nochmal sagen, ich bedanke mich, dass du mich besucht hast in meinem Studio. Das war so, so schön. Dass du mich eingeladen hast. Kommst bitte nochmal wieder. Ja, mach ich. Ja, wir verstehen uns echt gut. Ja. Ja, also das ist nicht gelogen oder so. Wir sind, das fühlt sich an, als ob wir uns schon 50 Jahre kennen. Genau. Obwohl wir noch gar keine 50 sind, aber es ist so. Okay, Leute, dann bis zur nächsten Folge. Dann tschüss. Herzlich willkommen. Sorry. Guten Morgen, guten Mittag und wie auch immer. Und ihr hört schon, wir sind gut dabei. Hier, das sind hier Minimis Sims Paradies und die liebe Moonies Kanal, also die liebe Moonie von Moonies Kanal. Genau, wir ich weiß nicht, kommt ihr schon von dem anderen Video oder nicht? Oder fangt ihr hier an? Ich weiß es nicht. Also, wir haben ein ganz wundervolles Wochenende zusammen verbracht, wir haben uns getroffen und waren auf einem tollen Kelly-Konzert und haben uns gedacht, wir gucken uns die Folge heute einfach gemeinsam an und machen so ein Reaction-Video dazu. Mhm. Und wir würden uns freuen, wenn ihr euch das anschaut. Ihr könnt uns ja mal sagen, wie ihr das findet, sowas interessant findet oder nicht. Und es ist toll, hier bei dir im Studio zu sitzen. Danke, es freut mich. Ich freue mich auch, dass du hier in meinem Studio bist und macht einfach nur Spaß mit dir. Das müssen wir unbedingt wiederholen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben so viel gelacht dieses Wochenende. Und wir haben so viel geschlafen. Gell? Wir haben sehr, sehr viel geschlafen. Oh mein Gott. Aber es ist schön. Ich habe, glaube ich, so viel schon lange nicht mehr gelacht dieses Wochenende. Das war echt schön. Ich glaube, ich brauche eine Woche Erholung davon oder so.